mit Neuheiten geht es jetzt weiter bei uns im Programm, liebe Zuschauer. Recht herzlich willkommen bei Pöll TV in unserer Computerecke. Und Sie wissen wahrscheinlich, dass wir hier bei Pöll TV mittlerweile nach über 10 Jahren einen richtig guten Ruf haben, wenn es um sogenannte geprüfte Leasingrückläufer geht. Modernste Technik eingebettet in robuste Gehäuse und das definitiv für die nächsten Jahre. Da werden Sie lange Freude mit haben, zu einem absoluten Spitzenpreis. Neu lese ich hier auf meinen Unterlagen. Und mit einem HP Pro Desk 600 werden wir anfangen. Ein richtig tolles Gerät. Und Ingo verrät uns, was dahinter steckt. Ein schlankes Kerlchen, oder? Ja, wir haben hier nur die großen Namen. HP, Lenovo, wir haben die ganz großen Namen im Geschäftsrechnerbereich und das sind alles ehemalige Geschäftsrechner. Ja. Wir haben diese Refurbished-Rechner, so heißen die, das ist er übrigens hier, sehr klein, sehr schlank. Wir haben diese Geräte, nachdem sie bei einer Firma in Betrieb waren, haben wir die zu einem Schnäppchenpreis aufkaufen können für Sie und geben diesen Preis gerne an Sie weiter. Die wurden danach, nachdem sie von uns gekauft wurden, noch einmal von unserem Partner richtig durchgecheckt, ordentlich sauber gemacht und jedes elektronische Bauteil hier drin wurde rausgenommen, überprüft und dann eben wieder reingesteckt. Das bedeutet, Sie haben hier geprüfte Leasing-Rückläufe. Das ist Qualität, auf die Sie sich verlassen können. Wir haben hier einen HP Pro Desk. Das ist ein Desktop-Rechner, aber in einer sehr kleinen, eleganten Form. Sie sehen das hier. Der ist wirklich sehr schlank, ne? Cool. Und sieht auch sehr schick aus hier mit dem Silber und dem Schwarz, finde ich. Ja. Und dann durch diese Form hier, guck mal, die kannst du entweder so neben den Monitor stellen. Das sieht ja schon mal sehr schick aus. Du kannst ihn aber auch hinlegen, natürlich. Das ist auch eine coole Geschichte. Und dann vielleicht sogar als Monitorständer benutzen. Hier, guck mal, ich stelle mal den Monitor hier drauf. Ja. Dann nimmt er natürlich überhaupt keinen Platz mehr weg. Dann nimmt er überhaupt keinen Platz weg mehr. Sehen Sie das? Hier kann man als Monitorständer benutzen. Diese Desktop-Rechner sind halt sehr beliebt, weil das ist eine feste Arbeitsstation. Man sagt auch Workstation dazu. Das heißt, wenn man da dran sitzt, dann ist man auch nicht abgelenkt. Das sind Rechner, die sind eben dafür gemacht, am Schreibtisch zu sein. Und hier, der ist sehr schick, den kann man auch auf den Schreibtisch raufstellen beziehungsweise als Monitorständer benutzen. Der Vorteil von Desktop-Rechnern ist halt, dass du alles selber austauschen kannst. Das heißt, wenn du einen großen Monitor haben willst, dann machst du einen großen Monitor ran. Beim Laptop geht das eben nicht. Außerdem haben wir hier viel mehr Platz natürlich für die Technik. Das heißt, hier muss nicht jetzt gespart werden. Hier ist wirklich alles drin, was man eben braucht. Wir haben Core i5-Prozessor, wir haben 16 GB RAM und eine große 256 GB große Festplatte. Sie sehen das hier. Und das Ganze hier natürlich auch noch super schick hier. Ich finde den richtig klasse. HP ist ja bekannt dafür, dass sie sehr schöne Rechner machen, aber eben auch qualitativ hochwertige Rechner. Und dieser hier ist keine Ausnahme. Kommt mit dem neuesten Betriebssystem, Windows 10 natürlich. Und da können Sie im Prinzip sofort loslegen. Für einen Rechner mit der Ausstattung würdest du normalerweise als Laptop natürlich noch ein paar hundert Euro drauflegen. Das ist der Vorteil hier von diesen Desktop-Rechnern, dass wir die eben selber dann auch noch in gewissem Rahmen konfigurieren können durch einen anderen Bildschirm oder größere Lautsprecher. Ja. Eine vernünftige Tastatur kann man hier alles ganz einfach reinstecken, mehr Steckplätze. Und das hier ist eben ein wirklicher Premium-Rechner, den Sie hier zum Schnäppchenpreis bekommen. Und das muss man ganz klar sagen, liebe Zuschauer, der kostet in der unverbindlichen Preisempfehlung 1.200 Euro. Ja. Ist natürlich eine ganze Menge oder eine ganz ordentliche Stange Geld, aber es ist jeden einzelnen Penny wert, muss ich dazu sagen. Hewlett-Packard macht nicht nur im Laptop, sondern natürlich auch im Desktop-PC-Bereich genau das, was man als Endverbraucher haben möchte. 550 Euro aktuell übrigens knapp an die Liste in diesem Moment bei unseren Kollegen von Pöll.de. Nochmal ein geprüfter Leasingrückläufer mit den gesetzlich vorgeschriebenen 24-monatigen Gewährleistungsansprüchen. 500 Euro allerdings bei uns und das bedeutet, Sie sparen jetzt bei uns im TV-Sonderpreis nochmal zusätzlich 50 Euro zum sowieso schon günstigen Pöll.de-Preis. Das ist die Spitzenklasse. Da passt ordentlich was rein. Ich finde den klein, ich finde den schlank. Der nimmt wenig Platz weg und trotzdem ist er richtig leistungsstark. Und es ist so die Basis. Wenn ich irgendwann in 2, 3 Jahren mal merke, Mensch, ich könnte noch mal eine andere Grafikkarte reinpacken. Ich bräuchte noch dieses, bräuchte noch das. Könnte ich den natürlich jederzeit erweitern. Aber ich glaube, im Basispaket ist der schon selbst für anspruchsvolle Nutzer genau das Richtige. Ne? Ja, wir haben hier auf der Rückseite zum Beispiel, ich weiß nicht, ich kann dies mal zeigen, die ist nicht so attraktiv, aber da sehen Sie mal die ganzen Anschlüsse. Wir haben zum Beispiel 3 Monitoranschlüsse inklusive HDMI. Das heißt, du kannst dann natürlich eben ohne großen Aufwand eben noch 2 weitere Monitore anschließen. Mhm. Jede Menge USB-Ports natürlich dran. Das Ganze auch noch vorne, dass wir vorne eben auch noch diese ganzen USB-Ports haben. Das ist halt alles sehr einfach zu bedienen und eben von der Form her auch noch wunderschön. Da arbeitet man richtig gerne dran. Also ich liebe es, an einem Desktop-Rechner
Rechner zu arbeiten, weil man da halt richtig, richtig in der richtigen Umgebung ist, ne? In der Zone, sagen wir. Man kann da konzentrierter, fokussierter arbeiten und hat halt eine Mordsrechenleistung dahinter. Das ist also ideal, jetzt sagen wir mal, für Fotos, Filme, aber natürlich auch mal das ein oder andere Spiel machen, kann man hiermit eben alles machen, weil das so ein toller Rechner ist. Ja, der ist grundsolide, liebe Zuschauer, entsprechend nochmal überprüft. Mhm. Und das nicht von irgendwem, sondern von einem der größten sogenannten Refurbisher Europas. Ja. Das ist unser Partner mittlerweile seit sehr, sehr vielen Jahren. Und die Jungs und Mädels, die verstehen ihr Handwerk. Die nehmen das Ding wirklich komplett auseinander, drehen ihn einmal komplett auf links. Ja. Sollte ein schadhaftes Teil mal dabei sein, wird es gegen ein neues Teil ausgetauscht. Und erst nach einer umfangreichen Prüfung geht er in den Wiederverkauf. Und wir nehmen nicht die B- oder C- oder D-Ware oder sonst irgendwas. Bei uns bekommen sie tatsächlich nur die absoluten Top-Geräte. Deswegen ist es natürlich auch so, dass wir ihnen nicht immer diese großen Massen zeigen können. Wir können immer nur kleine Stückzahlen zeigen. Ja. Aber ich glaube, die Qualität gibt uns da recht. Nochmal für Sie knapp 550 Euro aktuell bei unseren Kollegen von Pearl.de, was schon ein Spitzenpreis ist für ein Hewlett-Packard-Gerät dieser Kategorie. Aktuell bei uns aber im TV-Sonderpreis zu haben für knapp 500 Euro. Und Sie wissen natürlich, dass wir ab 150 Euro Porto und Versandkosten frei liefern. Ab Lager tun wir das natürlich sehr gerne auch mit diesem Gerät und selbstverständlich auch diesen Hewlett-Packard Pro-Desk-Rechner Porto und Versandkosten frei. Das heißt, in wenigen Tagen ist er bei Ihnen. Sie schließen ihn an und können direkt loslegen. Und ich behaupte, der hat so viel Speicher und so viele Möglichkeiten, dass der nicht nur für eine Person, sondern mit Sicherheit auch mal für mehrere Personen im Haushalt perfekt geeignet ist, sodass man da alle sicherlich mal, egal ob jetzt im Teenageralter oder auch im Erwachsenenalter, all seine Fotos, Videos, Musik, seine Dateien und so weiter hervorragend unterbringen kann. Wechseln wir zu einem anderen Großkopferten, wie man so schön sagt. Wechseln wir zur Top-Qualität von Lenovo. Man kennt sie in der Regel aus dem Laptop-Bereich. Die Lenovo ThinkPads werden uns sicherlich heute auch noch mal begegnen. Aber jetzt haben wir einen fantastischen Lenovo als Desktop-Variante. Und der hat mal richtig was unter der Haube. Ne? Der hat richtig was unter der Haube und er sieht auch dementsprechend aus. Also ich habe selten einen schöneren Desktop-Rechner gesehen. Schauen Sie sich den mal von vorne an hier. Ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen überhaupt so sieht. Der ist hier drin. Ist das ein bisschen versetzt nach innen. Ja. Und hier ist dann die geballte Power dieses Rechners hier noch in so einem Gitterform drin. Dann haben wir hier den typischen Lenovo-Streifen dran. Den erkennt man eben auch von vorne. Ein bildhübscher Rechner. Er hat hier sogar einen Tragegriff dran. Das habe ich also wirklich lange nicht gesehen. Das sieht richtig industriell aus, sage ich mal. Ja, sehr stylisch. Und ja, sehr cool. Das passt auch zu dem Rechner von der Leistung her. Das ist ein richtiger Hochleistungsindustrierechner. Der hat einen modernen Intel-Prozessor drin, der 32 GB RAM. Oh. Nochmal, Microsoft empfiehlt 4 GB RAM. RAM ist so eine Größe, das sagt, wie viele große Programme Sie gleichzeitig laufen lassen können, wie schnell Sie im Internet surfen, wie schnell sich Seiten aufbauen, wie schnell Sie Spiele spielen können. Quasi der Motor des Geräts, ne, kann man sagen. Es ist im Prinzip der Motor des Geräts. Und je mehr RAM man hat, desto besser ist es. Und dieser hatte 32 GB RAM. Also es ist schon was ganz Besonderes. Dann hat er eine 4 GB Nvidia-Grafikkarte. Das bedeutet, auch wenn du mal ein Spiel machen willst, das sind flüssige Bewegungen hier drin. Der hat eine richtige, dedizierte Grafikkarte. Damit kann man eben wirklich mal alles machen an Festplattenplatz. Hat er eine 512 GB SSD-Festplatte plus eine 1 TB normale Festplatte. Also da hast du wirklich, da bleiben keine Wünsche offen. Also das ist Speicherwunder, muss man ganz klar sagen. Speicherwunder, ich würde sagen, das ist unser größter Desktop-Rechner, den wir im Programm haben. Ja. Von der Leistung, von den Bauteilen, von der Festplatte, sieht super schick aus. Das ist es ja, diese Geschäftsrechner, die sind ja nicht nur da gemacht, eben robust und solide zu sein, sondern die sollen ja auch optisch was hermachen. Also wenn man durch ein Büro geht, dann sieht man ja nicht irgendwelche klapprigen Kisten, da sieht man eben, wow, das ist ein Lenovo. Und der sieht so klasse aus und hat eben noch dazu die Technik dahinter, um das eben da eben noch alles noch mal zu unterstreichen, was wir hier haben. Wie gesagt, also herausragend hier ist der RAM, der Prozessor natürlich, die Grafikkarte mit 4 GB und diese unglaublich große Speicherkapazität, die wir haben mit der 512 GB großen SSD-Festplatte, die alleine kostet, meine ich, schon 200 Euro. Ja, und eine 1 TB große Festplatte ist auch noch mit drin. Da können Sie all Ihre Fotos, all Ihre Filme, können alles eben drauf speichern. Da werden Sie niemals vollkriegen, würde ich mal sagen. Das macht einfach Spaß, hier an so einem Rechner zu arbeiten, der eben so schnell
ist und eben keine Wünsche offen lässt. Ja, und genau das ist der Punkt, liebe Zuschauer. Sie möchten ja einen Rechner haben, der Sie nicht nur die nächsten paar Monate, sondern die nächsten paar Jahre begleitet. Vielleicht haben Sie auch wieder einen schönen Urlaub geplant in diesem Jahr. Jetzt können wir es vielleicht endlich mal wieder, sind wir wieder ein bisschen weiter unterwegs, vielleicht mal eine Woche länger oder was unterwegs. Da bringt man natürlich jede Menge Bildmaterial mit nach Hause, hat vielleicht auch mit der schönen Digitalkamera hochauflösend die ganzen Urlaubsvideos und dergleichen gemacht, die man vielleicht auch gerne bearbeiten möchte, die man gerne an Freunde, Bekannte, an Familienmitglieder verschicken möchte. Da braucht man natürlich dann doch ein bisschen Speicher. Klar, bei so großen Dateien, bei hochauflösenden Bildern ist das ja immer ein bisschen mehr. Und der macht das mit, der macht das von der Motorleistung, also von den PS her macht er das mit, der macht das vom Speicher her mit und das natürlich in absoluter erster Wahlqualität. Wir gucken mal ganz kurz bei Pearl.de vorbei, denn so viel Leistung hat normalerweise einen doch etwas höheren Preis, knapp 2.500 Euro, sagt Lenovo als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers an. Knapp 1.100 Euro aktuell der Preis, schon sehr günstig bei unseren Kollegen von Pearl.de, also deutlich um die Hälfte reduziert. Auch das ein geprüfter Leasingrückläufer, erste Wahl, 24 Monate Gewährleistung, wie es uns der Gesetzgeber vorschreibt. Aber wir kommen Ihnen nochmal mit 100 Euro entgegen und bieten Ihnen den an für knapp 1.000 Euro und das als brandneues Modell hier bei uns im Hause bei Pearl TV. Und ich glaube, der Hewlett Packard und der Lenovo jetzt hier gerade haben gerade aktuell ihre Fernsehpremiere. Ne? Die sind das erste Mal im Fernsehen. Ja, ja. Ein Rechner braucht heute wirklich jeder, weil ein Rechner, du musst Banking machen, du willst deine sozialen Kontakte pflegen. Das macht viel mehr Spaß auf dem Rechner als auf dem kleinen Handy. Oh, das ist aber auch ein altes Bild von mir. Aber sowas können Sie da alles mitmachen, mit diesen tollen Rechnern. Und das ist ein Premium-Rechner, den Sie hier bekommen. Es ist ein wirklich absolut erstklassiger Rechner, den Sie jetzt eben zum TV-Sonderpreis bekommen hier. Sie haben die unverbindliche Preisempfehlung gehört. Das ist, was der Rechner wirklich normalerweise auf dem Markt kostet. Hier als Refurbished-Gerät von uns nochmal mit 24 Monaten Gewährleistung, weil das müssen wir machen, aber ich betone es trotzdem nochmal, das ist was anderes, als wenn Sie es im Internet-Auktionshaus oder von Ihrem Nachbarn kaufen. Wir stehen mit unserem Namen dahinter. Ja. Da haben Sie richtig langfristig ein zuverlässiges Gerät. Das ist nicht was, was man sich für ein Jahr kauft. Das kauft man sich für die nächsten 4, 5, 6 Jahre. Ja, und ich stehe die ganze Zeit daneben, knapp einen halben Meter weg. Ja. Ich müsste mal vorne gucken, ob die Lampe leuchtet, um zu hören, ob er überhaupt an ist. Ich kann mich noch an meinen letzten Desktop-Rechner erinnern. Der war also lauter als mein Kühlschrank zu Hause. Den hier, den kriegt man gar nicht wirklich mit. Bei dem Hewlett Packard war das auch nicht anders. Also da merkt man wirklich modernste Technik, robustes Gehäuse, fantastisch ausgestattet, aber eben zu einem Spitzenpreis zu haben, anders als an den meisten anderen Stellen. Die REF 2459 und die 569. Und Diana spielt schon die ganze Zeit mit dem Office-Set rum, hier mit Tastatur und Maus. Aber natürlich werden wir Ihnen auch zu den beiden Rechnern den Monitor zeigen, liebe Zuschauer. Der spielt natürlich eine ganz entscheidende Rolle. 24 Zoll, fast 61 Zentimeter in der Bilddiagonale. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da war der Fernseher so groß bei mir zu Hause. Ja, das ist auch wieder ein Monitor, der... Ein sehr schönes Bild, Diana. Ja. Ein Monitor, Sie sehen die Farben, das ist natürlich schon mal klasse. Ein Monitor hier der Extraklasse, 24 Zoll, du hast es gesagt. Aber schau mal, der ist weiß, der sieht so elegant aus. Der sieht auch auf Ihrem Schreibtisch viel eleganter aus als so ein grauer oder schwarzer Monitor. Haben natürlich diese Riesengröße mit 24 Zoll. Von der Ausstattung, ich finde das sehr, sehr wichtig, der hat eingebaute Lautsprecher. Ja. Das heißt, man will ja den Klang auch hören, wenn man mal einen Film guckt, wenn man mal ein YouTube-Video guckt oder einfach mal Musik hört oder zur Videokonferenz. Da hört man, dann will man ja den Ton auch haben. Und der Ton aus dem Rechner ist immer so ein krächzender Lautsprecher, der irgendwo eingebaut ist, ob das jetzt ein Laptop ist oder ein Desktop. Das heißt, Sie müssen sich normalerweise Boxen kaufen, die hier rechts und links stehen. Hier sind die Boxen eingebaut. Ganz, ganz elegant, haben einen super Klang. Wir haben außerdem noch zwei USB-Ports dran. Die sind hier an der Seite, dass man eben auch mal, noch weitere Peripheriegeräte reinstecken kann. Er ist angenehm hier eben alles. Diese USB-Ports sind hier in der angenehmen Griffhöhe eben. Ne? Was nützt mir das, wenn ich mich erst über den Schreibtisch lehnen muss, um da irgendwas reinzustecken? Hier kann ich es direkt in den Monitor stecken. Natürlich ist der höhenverstellbar. Natürlich kann man den neigen und schwenken, wie man will hier. Das heißt, wenn man länger dran sitzt, dann soll man ja also auf Augenhöhe soll der Monitor sein. Das ist halt wichtig, damit man ergonomisch richtig sitzt und keine Rückenschmerzen kriegt. Und dann hat er auch noch diese Pivot-Funktion. Das heißt, den können wir tatsächlich drehen. Schau mal hier.
Und dann kann ich hier jetzt eben mal eine ganze Webseite sehen. Oder ich kann mal, wenn ich ein Dokument bearbeite, kann ich die ganze Seite sehen, wenn ich das bearbeite. Das ist für viele eine Spielerei, aber ich finde das wirklich super praktisch, dass man hier eben tatsächlich dann mal den ganzen Bildschirm eben auch hochkant machen kann. Ich finde das ein super Monitor mit Lautsprechern, mit 24 Zoll, alles dran. Mich hat der Preis überzeugt, liebe Zuschauer. Sag ich Ihnen ganz ehrlich, der Fujitsu-Monitor mit den fast 61 cm in der Bilddiagonale hat eine unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller selber, die bei 450 Euro liegt. Ja, das kostet die normal. Ist normalerweise ein völlig legitimer und völlig normaler Preis für einen so hochauflösenden Monitor wie diesen jetzt hier. Pearl.de hat hier für knapp 160 Euro im Programm, 150 Euro aber unser Preis für Sie im TV-Sonderpreis. Natürlich hier zu haben für knapp 150 Euro mit der REF 3110 und die 569 vielleicht auch für ein Gerät, was Sie schon zu Hause haben. Eine ideale Ergänzung. So, jetzt kommen wir zum Office-Set, was Diana schon die ganze Zeit nutzt. Auffällig natürlich nicht nur die Tatsache, dass wir überhaupt kein Klicken gehört haben. Dieses Klick, 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 was man normalerweise hört, dieses Klick, Klick, Klick von der Maus. Aber auffällig natürlich auch, dass Diana das die ganze Zeit ohne Kabel gemacht hat. Perfekt, oder? Perfekt. Ja, ein kabelloses Set aus Tastatur und Maus. Sie können die Tastatur hinlegen, wo Sie wollen. 10 Meter Reichweite. Ich liebe es ja, so eine Tastatur einfach auf den Knien drauf zu haben. Und das ist hier eine Funktastatur, Funk-Maus-Kombination. Die Maus liegt ergonomisch total super in der Hand. Es sind richtige Tasten, mit der Sie da eben tippen können. Das macht einen riesen Unterschied im Gegensatz zu so einer Folientastatur. Und sie ist natürlich super leise, flüsterleiser Betrieb. Also fantastisches Set, wenn Sie ein neues brauchen oder ganz einfach Ihren Rechner, Ihren Monitor ganz einfach noch mit einem vernünftigen Office-Set ergänzen möchten. Tastatur und Maus wohlgemerkt für 23 Euro oder für knapp 23 Euro ist das machbar mit der PX 8140 und die 569. Jetzt lassen wir mal die Desktop-Rechner sein. Stellen wir die mal beiseite. Viele von Ihnen sind wahrscheinlich schon längst am Telefon und bestellen sich Ihr Modell. Jetzt reden wir mal von den etwas mobileren Geräten, das heißt von den Laptops. Setzen wir uns hin, da bleiben wir hier. Nee, wir setzen uns mal hin. Dann machen wir uns da vorne auf dem Tisch haben wir schon unser erstes, tolles Laptop. Das ist ein HP ZBook G2. Und das ist ein echtes Sahnestückchen, Carsten. ZBook ist so eine Serie von HP. Da hat HP gesagt, okay, wir wollen die Leistung eines Desktop-Rechners, Sie haben das gesehen, die sind groß, wollen wir in eine Laptop-Form bringen, das heißt mobil machen. Und das ist Ihnen hiermit wirklich gelungen. Die Leistung, die hier drin ist, ist einfach unglaublich. Ich gebe ihn dir mal, Diana. Das sieht einfach besser aus, wenn du ihn trägst und du ihn zeigst. Ist ein 15-Zoll-Monitor, das heißt richtig groß. Da kann man richtig was sehen drauf. Natürlich haben wir dadurch auch mehr Platz auf der Tastatur für eine Nummern-Tastatur im Gegensatz zu einem 14-Zoll. Wir haben einen Core i7-Prozessor, wir haben 16 GB RAM. Wir haben auch hier eine Grafikkarte drin. Die meisten Rechner haben Grafikkarten, die sind fest verlötet. Dieser hier hat eigene Grafikkarte. Ja. Eine Nvidia Quattro mit 2 GB RAM. Das ist natürlich, das macht einen Unterschied. Gerade wenn du jetzt mal so Videobearbeitung machst, gamen willst, da ist das eben alles deutlich flüssiger. Es ist eine mobile Workstation. Das war der Anspruch von HP mit diesem ZBook. Und hier der Preis ist unerhört, den wir hier haben für Sie. Gucken Sie mal den Preis. Der ist unter 750 Euro für ein HP ZBook. HP ZBook ist wirklich ein Statussymbol. Muss man ganz klar sagen, liebe Zuschauer. Wir kommen von einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers, wo ich also mal eine Nacht oder zwei drüber schlafen müsste, wenn ich sowas neu kaufe. Knapp 3.000 Euro ist die UVP des Herstellers. Pearl.de hat das Gerät momentan für knapp 800 Euro für Sie im Programm. Aber Sie wissen, Sie sind bei Pearl TV. Ja. Und das bedeutet für Sie, dass der Preis noch mal deutlich nach unten hin reduziert wird. Nämlich hier im TV-Sonderpreis auf 750 Euro. Und das ist für so ein Leistungspaket wie das HP ZBook, was wir Ihnen gerade anbieten, tatsächlich mal ein absoluter Spitzenpreis. Natürlich Porto und Versandkosten frei geliefert. Und zwar ab Lager. Versuchen Sie mal, so einen Rechner in so einer Ausstattung für 750 Euro aktuell im Handel zu bekommen. Da kann ich nur sagen, viel Glück. Müssen Sie mit der Lupe danach suchen. Wir haben Sie tatsächlich vorrätig in kleinen Stückzahlen. Aber Sie bekommen ihn hier bei uns und das zu einem Spitzenpreis mit einer Top-Ausstattung. Das ist es eben. Du kriegst hier einen Rechner, der in der Preisklasse normalerweise 2, 3, 4 Klassen drüber wäre. Ja. Sie haben die unverbindliche Preisempfehlung gehört. Das sind 3.000 Euro.
Und das ist das, was diese Rechner auf dem freien Markt kosten. Sie haben jetzt eine echte Schnäppchenmöglichkeit als geprüften Leasingrückläufer. Dieser Rechner ist erste Wahl. Das heißt, er ist optisch und technisch einwandfrei. Für mich ist er nicht von einem Neugerät zu unterscheiden. Und damit bekommen Sie hier ein HP ZBook. Sie bekommen nicht irgendeinen 0815-Rechner mit Folientastatur, mit... Hier sehen Sie mal übrigens dass diesen Clip, wie diese Rechner bei uns eben aufbearbeitet werden von unserer Partnerfirma. Die werden gründlich sauber gemacht und dann, wie du gesagt hast, jedes elektrische Bauteil wird rausgenommen und überprüft und gegebenenfalls durch eine neue Komponente eben ersetzt. Das ist dieser geprüfte Leasing-Rückläufer, den wir Ihnen hier eben garantieren. Ja. Mit diesem Rechner, den kannst du für so einen Preis, kriegst du so einen Rechner nicht auf dem freien Markt. Das geht nicht. Die fangen normalerweise, also wenn es No-Name ist, würde ich mal sagen, bei 2.000, vielleicht 2.500 an. Das HP ZBook Originalpreis 3.000 Euro, hier 750. Sie geben hier Geld aus für etwas, was zukunftssicher ist. Das ist eben nicht irgendein 0815-Rechner, sondern es ist ein HP ZBook. Dieser Name alleine ist ein Statussymbol. Wenn Sie den Rechner irgendwo rausholen, werden Sie neidische Blicke auf sich ziehen, weil... Das kennt man, ein HP ZBook. Ja, das ist bekannt. Und wir haben das jetzt wirklich bei uns hier eben zum super Sonderpreis. Das ist ein Geschäftsrechner und der ist zuverlässig, der ist langlebig, der ist robust. Auf den kann man sich einfach verlassen. Diese ZBook-Reihe ist nochmal eine Klasse höher, weil die eben alles, was in einem normalen Desktop ist, hier in einen Laptop reingebaut haben. Geschäftsrechner generell, und das ist das, was Sie hier bekommen, sind nun mal dafür gebaut, dass man die im Außeneinsatz mit sich hat. Das heißt, die müssen schick sein. Natürlich ist es ein Statussymbol, ein repräsentatives Statussymbol, so ein Laptop. Da kann man nicht mit so einem Plastikrechner rauskommen. Die müssen qualitativ hochwertig sein und lange halten. Das sieht man an der Tastatur, an den Scharnieren, am Monitor, am Gehäuse. Das ist alles sehr solide. Und sie müssen zuverlässig arbeiten. Das heißt, die Innereien dieses Rechners sind erste Sahne, sind erste Sahnequalität hier. Ja. Und dann haben wir eben noch diese ganzen Werte, die ich Ihnen gesagt habe, die Ihnen wirklich viel Freude machen werden für alle Anwendungen, die man sich nur vorstellen kann. Und das eben grundsolide verarbeitet. Sie hören, Sie sehen es, modernste Technik eingebettet in ein grundsolides Gehäuse. Und auch dieser Laptop wird Sie definitiv nicht nur durch das Jahr 2022 bringen. Da werden Sie viele, viele Jahre später immer noch sagen, Mensch, das war ein richtig guter Kauf. Der ist leistungsstark, der ist zuverlässig, der ist grundsolide. Und heute zu einem Spitzenpreis zu haben, der liegt hier bei 750 Euro knapp. Und das eben nochmal 50 Euro unter dem sowieso schon günstigen Pearl.de-Preis, der hier tagesaktuell just in diesem Moment, Sie können gerne schauen, bei 800 Euro liegt. Ja, die REF 1532 und die 569 ist dafür die passende Bestellnummer. Und während ich Ihnen das gerade so mit auf den Weg gebe, macht Ingo neben mir das Lenovo ThinkPad Yoga mal eben kaputt. Oder doch nicht? Nein, natürlich nicht. Ich mache es nicht kaputt. Schauen Sie mal hier. Das ist das Lenovo ThinkPad Yoga X1. Die zweite Generation. Das ist ein Laptop, wo Sie den Monitor umklappen können. Das heißt, Sie können hier zum Beispiel jetzt Rezepte aufrufen, in der Küche hinstellen und dann alles sehen. Sie können Filme drauf gucken. Alles, was man sehen kann, kann man hier eben drauf machen. Dazu haben wir hier auch noch, und das will ich auch mal eben zeigen, wir haben ein Touchpad. Das heißt, ich kann hier eben durch Bildschirmberührung alles machen. Das kennen wir von Handy, das wollen wir natürlich dann auch auf dem Rechner haben. Und ich kann das sogar, und das ist eben der große Trick hier, zu einem Tablet machen. Jetzt habe ich hier ein Tablet. Guck, wenn ich so hinstelle, dreht sich der Bildschirm automatisch. Ja. Und ich könnte jetzt Solitär spielen, ich kann malen, ich kann alles mögliche. Ich gebe das dir gleich, Diana. Ich habe schon gesehen, dass du drauf gierst. Während ich als Tablet benutze, ist die Tastatur natürlich ausgeschaltet. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Tablet mit den Leistungsdaten eines Lenovo ThinkPads. Ich habe hier sogar auf der Seite, ich will Ihnen das mal zeigen, ich hole den mal raus, einen kleinen Stift eingebaut. Achso, Sie sehen das jetzt hier, die ganzen Werte. Ja. Sie haben hier einen Intel Core i7. Das ist der schnellste und modernste Prozessor von Intel. Hier ist der mit reingebaut. Natürlich Windows 10 Pro und Touchscreen hat er auch noch. Und Sie haben hier tatsächlich auch wieder eine 512 GB große Festplatte und einen 16 GB RAM, der Ihnen eben flüssiges Arbeiten ermöglicht. Das sind ja alles Leistungsdaten, da muss man ja wirklich mal mit der Zunge schnalzen. Also die Standardwerte sind beispielsweise im,
im Arbeitsspeicherbereich 8 GB derzeit. Der hat die doppelte Menge alleine schon. Standardmäßig hat man normalerweise in einem ich sag mal, durchschnittlichen Laptop 256 GB Speichergröße. Ich habe festgestellt, das reicht sicherlich mal für ein paar Bilder oder mal für ein paar Videos oder mal ein paar Schriftstücke. Ja, aber man kommt schnell an die Grenze. Auch da sind wir natürlich hier super mit ausgestattet. Ich finde den Spitzenklasse, der ist so klein, der ist so schlank, so handlich, so edel sieht er aus. Ja, das ist ein richtiges Spitzengerät von Lenovo, das ThinkPad. Diese X1-Serie ist dafür eben gemacht, dass sie sehr schlank ist und sehr leicht. Der wiegt nur 1,42 Kilogramm, hat ein sehr solides Gehäuse. Alle Anschlüsse, die man braucht, USB, USB-C, HDMI und ist halt von Lenovo. Lenovo ist eigentlich der Markenname hier in dem Geschäftsrechnerbereich. Mhm. Und auch das ist wieder so ein Geschäftsrechner, der super verarbeitet ist. Und Sie bekommen hier halt beides, einen Top-Laptop mit dieser ganzen Ausstattung und ein Tablet. Wenn Sie es als Tablet benutzen, haben Sie 16 GB RAM und eine 512 GB große Festplatte. Ja, aber ich kenne kein einziges, doppelt so viel wie üblich im Moment. Ich kenne kein einziges Tablet, was eine 512 GB große Festplatte oder so viel Arbeitsspeicher, ist ja auch eher ungewöhnlich. Ja, also definitiv ist das etwas, wo man also auch sagen kann, da können auch mal anspruchsvollere Programme drauf laufen. Ja. Wir hatten schon ein paar Mal im Laufe dieser Sendung mit den bevorstehenden Urlaubstagen, da macht man natürlich logischerweise ein paar Fotos mehr, ob jetzt mit dem Handy oder auch mal mit einer hochauflösenden Digitalkamera. Und diese Daten müssen ja irgendwo hin, die speichert man auf einem Stick und diese Daten überträgt man dann, wenn man wieder zu Hause ist, gerne auf den Rechner, schneidet mal so seine Lieblingsszenen raus, bearbeitet vielleicht nochmal die Fotos und dergleichen. Ja. Und das kann man eben ganz klassisch mit einer Maus, mit dem Touchpad tun auf der anderen Seite, auf der Tastaturseite oder noch komfortabler, wie es Indiana gerade zeigt, gerne also auch mal mit dem Touchpad Pen, so wird er genannt. Ja? Wir gucken hier mal auf Pearl.de, da sehen Sie, dass wir 100 Euro preisgünstiger sind als der Pearl.de-Preis. Mhm. Das heißt, Sie sparen noch mal 100 Euro. Lenovo hat sich hier richtig Mühe gegeben mit diesem Rechner. Diese Yoga-Serie ist ausgesprochen beliebt und die unverbindliche Preisempfehlung hier liegt auch deutlich drüber. Ich glaube, die liegt bei 1700. Die UVP ist bei 3300 sogar. 3300. Ja. Überlegen Sie mal, Sie bekommen hier einen Rechner, der regulär 3300 Euro kostet für unter 1000 Euro. Ja. An diesem Gerät werden Sie richtig viel Freude haben und Sie werden lange Freude dran haben. Ob Sie mal das als Tablet benutzen und abends beim Schlafengehen vielleicht noch einen Film gucken wollen. Ob Sie das jetzt als Notizblock benutzen, weil wir haben ja den Stift und die Programme, die sind alle dabei. Wenn ich irgendwo in der Uni, in der Schule sitze, kann ich damit meine Notizen machen und habe die dann eben abgespeichert. Nicht auf Papier, sondern jederzeit abrufbar hier. Ich kann weil er so mobil ist, den überall hin mitnehmen. Er wiegt nur 1,42 Kilo. Das heißt, ich kann den tatsächlich im Rucksack, in der Schultasche mal mitnehmen und kann damit hervorragend arbeiten. Dieser Rechner lässt keine Wünsche übrig. Da können Sie alles mitmachen. Da können Sie Spiele mitspielen. Sie können richtig professionell damit arbeiten. Das ist ein sehr beliebter Geschäftsrechner. Hier kriegen Sie so viel Rechner fürs Geld. Das ist ein Premium-Rechner hier. Der UVP liegt bei 3.000 Euro. Sie bezahlen heute nur 999 Euro. Wir haben diese Rechner immer nur in einem gewissen Kontingent. Natürlich, weil das sind Refurbished-Rechner. Die können wir nicht nachbestellen. Ja. Diesen hier haben wir seit gestern. Gestern haben wir ihn ausgepackt. Und der ist schon sehr stark nachgefragt. Sie haben ihn gezeigt gestern. Da sind direkt die ersten Modelle über den virtuellen Ladentisch gegangen, liebe Zuschauer. Ja. Weil die Profis natürlich draußen wissen, was wir Ihnen hier gerade anbieten zu einem Spitzenpreis für knapp 1000 Euro, nochmal 100 Euro günstiger als aktuell bei Pearl.de, mit allem drauf, allem drin, allem dran. Also Windows 10 ist drauf, Antivirenprogramm ist hier mit drauf, Windows 11 natürlich jederzeit möglich, einen Tastendruck, zack, haben Sie das neueste Betriebssystem. Also der macht wirklich wunschlos glücklich. Wie sieht es eigentlich mit dem Soundpaket aus bei dem? Ja, er hat natürlich eine super Soundkarte eingebaut hier. Der ist universell einsetzbar für alles. Ja. Und das zu einem super Preis. Der ist sehr, sehr schnell, sehr robust. Der ist sehr langlebig. Auf den können Sie sich verlassen. Wenn Sie einen Rechner kaufen wollen, kann ich Ihnen den nur ans Herz legen. Sie wollen die beste Arbeitsmöglichkeit haben, die Sie kennen. Und dafür ist dieser Rechner genau das, was Sie brauchen. Also ran ans Telefon, der Preis gilt für die nächsten 2 Stunden. Ein toller, toller Rechner.